Es gibt Dinge, die muss ich nicht verstehen, und es gibt Dinge, die machen mich wirklich, wirklich wütend. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Finger weg und überleg doch nochmal, ob er sie vielleicht nicht doch braucht. Heute haben wir ein Konglomerat aus den absoluten Flops. Flops, die mich wirklich, da verliere ich mich. Und einige Empfehlungen, die ich euch wirklich mitgeben kann. Wir haben hier Produkte. Ich habe so viel Hoffnung in die gehabt. Und einige haben es geschafft, mich zu überzeugen. Andere wiederum nicht. Ich muss es nochmal erwähnen. Ich mache den Ring immer ab, wenn ich mich eincreme oder so, weil das tut dann weh, wenn ich im Gesicht bin. Heute wirklich, also ich probiere ja so ein bisschen, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ein paar Produkte einfach aufzubrauchen. Weniger hier zu haben, weil ich hier mittlerweile an einem Punkt angekommen bin, wo ich das auch einfach nicht mehr möchte, wo es mir auch keinen Spaß macht mehr, so viel Zeugs rumliegen zu haben, und deswegen probiere ich Produkte einfach aufzubrauchen und ganz, ganz viele Sachen immer an euch zu verlosen. Deswegen machen wir es vielleicht doch nochmal. Zählt doch am besten einfach die Emojis in diesem Video, die versteckt sind. Schreibt es mir in die Kommentare und ich suche dann wieder. Ich denke mal, wir können drei Leute, können wir aus diesem Video mitnehmen. Den schicke ich ein Überraschungspaket, einfach ein paar Produkte, die ich zwar gekauft habe oder die neu sind, aber irgendwie auch keine Verwendung für habe. Also wenn ihr dafür Lust habt, dann schreibt mir gerne einmal unten. Wir starten direkt mit einem wirklich, mit einer guten Empfehlung. Fangen wir gleich ganz unten an, im wahrsten Sinne des Wortes, mit der intensiv pflegenden Fußmaske von Schems. Zwei Einwegsocken, One Size, bis zu 227% mehr Feuchtigkeit. Würde ich unterschreiben. Ich muss dazu sagen, ich habe es jetzt oft festgestellt, bei so bestimmten Produkten, nicht bei allen, bei bestimmten Produkten, dass es wirklich Sinn macht, einen Euro mehr auszugeben, weil du dann auch wirklich einfach 227% mehr Leistung hast. Ich habe im Moment durch das viele Laufen und die ganzen Schritte habe ich recht trockene Füße und die sind einfach ein bisschen mitgenommen. Und ich habe mir neulich wirklich so ein Beauty-Spa gemacht. Ein Peeling gemacht, das, was ich euch neulich gezeigt hatte, von Tesoro d'Oriente. Habe meine Füße schon gepeelt, habe mich eingecremt, mich eingeölt. Ich sah aus wie eine Sardine aus der Büchse. Und dann bin ich aufs Sofa gegangen, habe Emily in Paris geschaut. Warum hat mir jemand gesagt, wie toll diese Serie ist? Und dann habe ich diese Fußmaske drauf gemacht und die hat mich wirklich umgehauen. Man soll die für 15 bis 20 Minuten drin lassen. Ich würde mal sagen, ich hatte sie mindestens 3 Folgen. Also mehr als ein Stündchen hatte ich die drauf. Und das war völlig in Ordnung. Die braucht dann irgendwann einen Moment, um einzuziehen. Ich bin dann einfach liegen geblieben, habe so ein bisschen einmassiert, mir die Füße massiert. Und am nächsten Morgen, als ich aufgestanden bin, waren die Füße einfach noch wirklich, wirklich weich. Diese ganzen trockenen Stellen waren weg. Es war nicht mehr so, es hat nicht mehr so gespannt, die Haut. Gerade hinten an der Ferse, wo es so ein bisschen trocken ist, hat mir wirklich sehr, 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 sehr gut gefallen. Würde ich mir auch definitiv wieder kaufen. Ist natürlich ein bisschen teurer, aber da sage ich ganz ehrlich, hat deutlich länger diese Wirkung behalten, ne? Also auch nach Tagen noch hatte ich das Gefühl, dass die Füße, ja, die sehen, also hübsch sind sie nicht, ne? Füße finde ich eh nicht hübsch, aber sie sehen immer noch ganz akzeptabel aus. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und ich habe noch ein Produkt leer gemacht. Das ist aber schon ein bisschen älter und ich habe es jetzt einfach aufgebraucht. Das war von Morphe das Continuous Setting Mist Brume Fixatrice Continue. Emily in Paris, ne? Nein, das ist ein Fixing Spray. Ich glaube, dass alle, die länger als 3 Jahre Beauty-Content auf YouTube konsumieren, haben das ja auch schon gesehen. Das war damals das Ding an Fixing Sprays, weil Morphe auch das Ding war. Das ist ein gutes Fixing Spray, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es wirklich das Make-up sehr, sehr lange anhaltbar gemacht hat. Da kann ich euch definitiv andere empfehlen, beispielsweise das hier. Das sorgt dafür, dass das Make-up wirklich hält. Das neue von e.l.f. sehr, sehr gut. Das hat das Make-up einfach ein bisschen saftiger gemacht. Na, also, wenn du das Make-up so ein bisschen auffrischen wolltest, vielleicht, wenn du den ganzen Tag schon Make-up getragen hast, dann hast du einfach nochmal abgepudert und es dann aufs Gesicht gepackt und dann einfach das rübergegeben. Dann sah das Make-up aus, als hättest du es frisch gemacht. Dafür war es gut. Morphe ist jetzt aber auch ehrlich gesagt eine Marke, die mich wirklich 0,0 mehr interessiert. Deswegen kaufe ich das auch nicht mehr nach und es gibt mittlerweile viel, viel bessere. Ich weiß nicht, warum ihr euch immer darüber freut, wenn ich mich aufrege, aber ich rege mich jetzt einmal wirklich auf. Und das bricht mir das Herz. Es bricht mir das Herz, mich darüber aufzuregen, über Rare Beauty. Übrigens, das Produkt hat den Look inspiriert. Also, Selena Gomez hat eine Beauty-Brand. Spektakuläre Produkte, tolles Design, tolles Packaging, tolle Geschichte dahinter und die ist entscheidend. Sie hatte die ersten Produkte damals dafür entwickelt, dass sie sehr zugänglich sind für Bewegungseinschränkungen. Sie hat, glaube ich, Lupus und dann hat sie manchmal Probleme, Sachen aufzumachen und sie hat die Verpackungen so designt, dass sie recht einfach zu benutzen sind. Und ich fand das eine ganz, ganz tolle Herangehensweise. Und dann kam sie vor einer Weile mit dieser Rare Skincare-Reihe raus. Es gibt eine Bodylotion, toller Duft, das Body Spray, ganz, 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 ganz toll.
Die anderen Sachen habe ich noch nicht ausprobiert. Und unter anderem diese Handcreme. Und ich fand das Packaging einfach so, so schön. Sie hat gesagt, das soll man dann so ein bisschen, um sich die Hände soll man benutzen, um sich die Hände massieren zu können. Bis dahin toll. Aber erstmal sind hier 53 Milliliter drin. Das ist nicht viel. Und nach ungefähr 10 Anwendungen ist die Verpackung so dumm. Also du kriegst das Produkt nicht raus, du drückst dir da einen Ast. Einmal habe ich einen Krampf in den Händen bekommen, um an das Produkt zu kommen. Und hier ist noch was drin. Also ich merke es am Gewicht. Ich habe keine 53 Milliliter aufgebraucht. Es waren vielleicht 10, 12 Anwendungen. Abends mal auf dem Sofa. Die zieht so schnell ein, dass du gar nicht dieses cremige Gefühl hast. Der Duft, toll. Aber die Verpackung ist mies. Wirklich mies. Und das verstehe ich nicht, wenn du so einen tollen Ansatz hast für Leute, die Bewegungseinschränkungen haben, die Produkte so zugänglich zu machen, wie es geht. Und dann bringst du sowas raus, wo ich, der keine Bewegungseinschränkungen hat, schon wirklich massiv, das ist völlig übertrieben jetzt, aber ihr könnt euch das nicht vorstellen. Du kriegst das Produkt nicht raus. Du hast keine Fläche, wo du die Creme rausdrücken kannst. Es kommt nicht, es kommt nicht, es kommt nicht. Du drückst und drückst und drückst. Absolute Geldverschwendung gewesen, meiner Meinung nach. Toller Duft. Kauft euch lieber die Bodylotion oder das Duschgel oder so. Habt ihr denselben Duft? Es gibt 10.000 bessere Handcremes und die Verpackung hat mich wirklich wütend gemacht, weil ich so für sie, ich habe sie so angefeuert innerlich für diesen Schritt, dass die Verpackungen zugänglicher geworden sind und dann kommt das. Habe ich gar nicht verstanden. Tut mir ein bisschen leid, Selena. Bleiben wir noch beim Flop? Jetzt sind wir schon dabei. Jetzt sind wir schon in Wut. Ihr versteht mich, ne? Also ich hoffe, ihr versteht mich. Das ist nicht, mein Gott, ist das eine Handcreme, okay? Ne? Aber dafür teste ich sie, dass ich euch ungefiltert mein Feedback geben kann. Und ich hoffe, das seht ihr mir nach, wenn ich dann auch emotional. Mein Gott, ich komme aus den Zähnen, ne? Ich habe ein bisschen Emotion in mir. Und die muss dann auch raus. Und auch wenn es so eine Handcreme ist, ich möchte, dass ihr euch das Geld spart. Des Weiteren tut mir das wirklich leid, weil ich da auch echt große Hoffnungen drin hatte. Aber das ist dieser Balea Beauty Export Cleansing Balm. 3% Squalan, Balm to Oil Texture, nix da. Also erstmal, der Duft ist unausstehlich. Unausstehlich, die Textur ist ganz, 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 ganz schlimm. Die ist sehr, sehr fest. Das ist fast, als hättest du eine Kerze in deiner Hand gebröckelt. Das wird nicht ölig, das bleibt einfach nur fest. Und selbst wenn du dann Wasser mit drauf machst, dann emulgiert das ganz leicht drauf, aber du hast diesen ekligen, schmierigen Film. Das ist nicht so ein Ölcleanser, wo du das Gefühl hast, dass du was Gutes für deine Haut tust, sondern es fühlt sich an, als würdest du Vaseline. Nein, wisst ihr, wonach sich das anfühlt? Hier, diese Mixercreme. Genau dieselbe Textur, dieser Zika Repair Balsam. Dick, damit möchte ich nicht mein Make-up abnehmen. Ganz dick, ganz schwer ist, du kriegst es auch wieder schwer von deinem Make-up, also abgewaschen. Es hinterlässt so einen schmierigen Film. Ich glaube, es ist die Shea Butter. Shea Butter ist gut, um trockene Haut wirklich mit Feuchtigkeit zu versorgen und dir so einen Schutzfilm zu geben. Aber um diesen Schutzfilm wieder wegzukommen, brauchst du wieder einen aggressiven Reiniger. Und dann mache ich aber kein Double Cleansing, um eine schonende Reinigung zu haben. Also das macht für mich keinen Sinn. Ist für mich kontraproduktiv gewesen. Preislich, okay, ich glaube, es lag bei 4 € oder so. Isana hat auch einen, der ist auch gut. Aber ich bleib einfach bei Ölen. Ich habe einen im Moment von Colibri, der ist sehr, 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 sehr gut. Ich habe einen von Kiehl's, nee, Claire's, Code Real Skincare, auch furchtbar. Also vielleicht machen wir nochmal so einen separaten Teil mit Cleansing Balms. Deswegen werfe ich den mal noch nicht weg und ranke die alle so ein bisschen. Übrigens, hier, vielleicht habt ihr es noch nicht mitbekommen, das geht erstmal aus dem Sortiment, soweit ich es mitbekommen habe. Dieser Milky Moisturizer von Isana. Ich kann mir vorstellen, dass er dann ins Standardsortiment überkommt. Und, bevor ich es vergesse, ich habe eine ganz, ganz große Bitte an euch. Vielleicht könnt ihr uns als Community den Gefallen tun und euch 2 Minuten eurer Zeit nehmen. Wir sind nominiert worden für den Bunte Beauty Award und wir können den Preis gewinnen. Und ja, wir haben vielleicht ganz gute Chancen, wenn wir gemeinsam alle kollektiv dafür abstimmen. Man muss eigentlich einfach da kurz, einfach unten den Link in der Infobox kurz ausgehen. Das dauert keine 2 Minuten und dann einfach abstimmen für uns als Community. Das wäre ganz, ganz toll, wenn wir den Preis mit nach Hause holen, weil das natürlich nicht nur für uns als Community, glaube ich, ein gutes Zeichen ist, sondern vor allem auch nach draußen. Gerade im Moment, wo ich so diese Verrohung merke und diese Anti-Haltung gegenüber alles, was nicht der Norm entspricht. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Zeichen, dass eine Community wie unsere mit jemandem als Mann, der sich schminkt, vielleicht da ein Zeichen setzen kann. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und wir machen auch direkt weiter mit einem absoluten Must-Have. Mittlerweile die dritte Flasche, die ich jetzt offen habe. Ich habe jetzt hier einmal stellvertretend das mitgenommen. Das ist von The Ordinary. Saccharomyces Ferment Milky Toner, ein Gentle Exfoliating Toner, also ein
Ein Toner, der leicht peelend ist mit Hefeextrakt. Spektakulär. Spektakulär. Ich habe noch nie so ein gutes Produkt gehabt aus dieser Reihe. Was mich ein bisschen gestört hat, war dieser Pömpel. Das war so ein ganz besonderer Pömpel. Der hatte unten so eine Spitze und du musstest das dann... Warte, ich mach's nochmal zu. Du musstest dann immer so machen, dass das Produkt rauskam, weil es war wie so ein Zuckerstreuer. Kennt ihr die, wo unten so ein Schlauch ist, dass halt nicht zu viel rauskommt? War am Anfang gut und je weniger du drin hattest, desto schwieriger war es dann. Habe ich dann irgendwann rausgemacht. Ich weiß nicht, was sie hier drin haben, aber meine Haut war noch nie so gut wie mit diesem Produkt. Abgeschminkt, abgewaschen und das war das erste Produkt, was ich raufgemacht habe. Und ich hätte nichts anderes in mein Gesicht machen müssen. Die Haut war mit Feuchtigkeit versorgt. Du hattest einen richtig, richtig schönen Glow. Du kannst das unter deinem Make-up tragen. Ich habe es heute auch unter meinem Make-up drauf. Schaut euch das an, wie glatt die Haut ist. Und wenn du es regelmäßig benutzt, und du kannst das wirklich regelmäßig benutzen. Ich habe es jeden Tag benutzt, teilweise zweimal am Tag. Ich trage ja eh immer Lichtschutzfaktor. Ein sehr, sehr milder Peeling-Toner, wo es nicht brennt. Wenn du sagst, okay, du willst vielleicht jetzt langsam mit chemischen Peelings anfangen, ist das, glaube ich, die Empfehlung des Jahres für mich gewesen. Habe ich jetzt auch schon zweimal nachgekauft. Ich glaube, das erste hatte ich mal in irgendeiner Box mit drin gehabt oder so. Habe es mir dann jetzt zweimal nachgekauft. Ganz, 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 ganz toll. Es ist nicht parfümiert. Es stinkt aber auch nicht gammelig nach Hefe. Es ist ja so ein schönes Hautgefühl gewesen. Die Haut war so glatt. Die Haut war einfach glatt und frisch und hat nicht mehr gespannt. Ich habe das Gefühl gehabt, gerade wenn man vielleicht, hatten wir neulich das Thema, die Hautschutzbarriere so ein bisschen geschädigt hat, dass rauf nichts anderes, vielleicht ein Hyaluronsäure-Serum, am nächsten Tag die Haut ist beruhigt. Keine Ahnung, was Ordinary da reingemacht hat, aber Ordinary hat es wirklich geschafft. Da war ich ein bisschen skeptisch. Ich dachte, dass sie den Hype nicht mehr aufholen können, wie es früher mal war, gerade weil es so viele neue Skincare-Brands gibt. Aber sie haben es mit dem Produkt definitiv wieder geschafft. Und zu guter Letzt eine Alternative zu der Charlotte Tilbury Water Cream, heißt die, glaube ich. Habe ich auch benutzt. Habe ich persönlich nicht so vertragen. Ich weiß nicht, was mich... Ich habe allergische Reaktion drauf gehabt. Ne? Ich habe überall so kleine Pickelchen bekommen. Meine Haut war gerötet. Und ich hatte mir die als Alternative geholt. Preislich macht das nicht so einen krassen, krassen Unterschied. Hat mir aber gut gefallen, gerade als ich so viel gereist bin. Ein bisschen ist noch drin. Das ist die Waterbank Blue Hyaluron Cream Moisturizer. Eine Wassercreme. Sehr, sehr... Hat mir wirklich gut gefallen. Weil die meisten Wassercremes oder Watercremes sind eher so ein bisschen, ne, so gelig. Ganz, ganz toll, hinterlässt auch so einen leichten Film auf der Haut. Aber die Haut ist richtig schön mit Feuchtigkeit versorgt. Ich würde euch da empfehlen, es gab das mal in so einem Set. Vielleicht gibt es das noch irgendwie. Ich gucke mal, ob ich das irgendwie finde. Laneige macht wirklich gute Produkte. Am besten können sie einfach diese Lippenprodukte. Das ist, glaube ich, einfach so eine Ergänzung gewesen. Ich mochte das Packaging. Die Creme hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gerade an Tagen, wo ich kein Make-up tragen wollte. Gerade an Tagen, wo meine Haut sich einfach so ein bisschen trocken angefühlt hat, ne? Nach der Sonne sehr, sehr gut und es hinterlässt einfach ein schönes Gefühl auf der Haut. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich bin gespannt, ob ihr vielleicht noch ein paar Produkte habt, wo ihr sagt, boah, das war richtig, richtig schlecht, das war richtig, richtig gut vielleicht auch. Dann schreibt mir doch das gerne einmal in die Kommentare. Als kleine Erinnerung, ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn ihr für uns als Community bei den bunten Beauty Awards abstimmt. Danke, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.